Autonom fahrende Fahrzeuge gelten als die Zukunft des Verkehrs. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Derzeit muss der Fahrer noch alles kontrollieren. Beim automatisierten Fahren kann man 6 Stufen unterscheiden. Stufe 0. Es gibt wenige automatisierte Funktionen wie Bremsen im Notfall, Warnsensoren für den toten Winkel oder einen Spurhalteassistenten. Stufe 1. Der Fahrer wird beim Lenken oder beim Bremsen oder beim Gasgeben unterstützt. Es gibt einen Spurhalteassistenten oder einen Tempomat mit Abstandserkennung, nicht aber alles auf einmal. Stufe 2. Das Auto kann mindestens 2 Funktionen autonom übernehmen, zum Beispiel Bremsen und Beschleunigen oder Spur halten. Der Fahrer muss aber wachsam bleiben. Stufe 3. Das Fahrzeug kann die meisten Funktionen selbstständig übernehmen, aber in beschränktem Umfang. Wenn das System zum Beispiel einen Stau erkennt, muss der Fahrer übernehmen. Stufe 4. Ein Lenkrad ist nicht mehr nötig. Beispiele sind fahrerlose Taxis oder Shuttlebusse. Das Fahrzeug ist vollautomatisiert und kommt mit den meisten Situationen und Umgebungen zurecht. Stufe 5. Hier reisen die Passagiere an Bord eines vollautomatisierten Fahrzeugs. Es kommt mit allen Umgebungen und Situationen zurecht, tags wie nachts und bei jedem Wetter.